und Schwestern des Lebens, heute wollen wir ein wenig näher auf das Bewusstsein eingehen, um auch zu verstehen, warum gerade das Materielle oder das Rechte eine Blockade für die Erweiterung und die Weiterentwicklung des Bewusstseins ist, eben auch warum es zu einem Stillstand führt. Am Anfang haben wir das Leben. Das Leben entsteht eben in den unendlichen Weiten der Unendlichkeit. Wie auch hier auf der Erde fängt das Leben an, sich eben aus Begebenheiten durch Chaos und Ordnung zu entwickeln. Erstmal war durch eben die Begebenheiten, die wir hier auf der Erde haben, die sich entwickelt haben durch Ordnung und Chaos. Ob es nun eure Götter geschaffen haben, an die ihr glaubt, oder eine reine Evolutionssache ist, das wird hier wieder nicht ausdiskutiert. Ich mache hieraus keinen Glaubenskrieg. Es geht eigentlich nur darum, eben das Bewusstsein herzulegen und dass eben Leben entstanden ist. Leben ist entstanden, wie ich es hier in grün-blau jetzt einzeichnen werde. Es entsteht Leben. Noch völlig simpel, ohne irgendwelche Bewusstseinsebenen, ohne Verstand und ohne Begebenheiten. Es entsteht einfach Leben. Das erste Bewusstsein, was es natürlich gleich entwickelt, ist, am Leben zu bleiben. Das ist der Sinn des Lebens. Am Leben bleiben und sich, ja, nach vorne zu bewegen. Eben zu entdecken und zu finden. Das Leben entwickelt sich also, schützt sich, es bricht seine ersten Bewusstseinsebenen gleich mit, eben sich zu entwickeln, sich zu erweitern und eben auch zu ernähren, eben am Leben zu bleiben. Sozusagen das Naturbewusstsein ist gleich mitgegeben, dass das Leben sich entwickelt. Irgendwann erreicht es dann ein Bewusstsein, was ich jetzt anzeige, wo es stehen bleibt. Wo es sich eben bewusst wird in dem Moment, dass es zum Beispiel Nahrung zu sich nimmt. Dass es sich bewusst wird auch darüber, welche Nahrung es sich nimmt. Es entwickelt hier jetzt ein Bewusstsein aus dem Leben heraus, durch den Weg, den es gegangen ist, dass es eben einen Bezug dazu kriegt, dass es sich ernährt und von was es sich ernährt. Je nachdem entwickelt sich eben auch die Spezies weiter und bildet sich aus. Eben wird auch dieses Bewusstsein um dieses Bewusstsein herum, was ich hier als B markiert habe. Diese Knotenpunkte nenne ich B-Bewusstsein, wo das Leben erstmal sozusagen auf einer Stelle steht und sich das Bewusstsein entwickelt, was man eigentlich ist. Dazu kommt eben, was man ist, ob man Fleisch ist, ob man mehr Pflanzliches ist oder eben auch beides. In diesem Moment ist aber erstmal ein Stillstand vorhanden, der allerdings nicht in der Regel lange dauert, sondern die meisten Lebewesen sich schnell entwickeln und schnell ein Bewusstsein dazu kriegen, was sie in ihrer Nahrungskette aufnehmen. Einiges, was ich gleich auch noch zeigen werde, wird schon an dieser ersten Bewusstseinsebene scheitern und sozusagen sterben. Das zeichne ich hier in Rot aus. Wenn man in einer Ecke
dieses Bewusstsein sich nur noch um dieses Bewusstsein kümmert, nur noch an den Fleisch oder an den Pflanzenaustausch sich beteiligt, dann endet das auf kurz oder lang im Bereich des Todes. Man existiert nur diese Spannweite, man kommt zu keinem weiteren Bewusstsein. Hier endet das Bewusstsein, ein weiteres Bewusstsein wird nicht gegeben. Denn eben, dass wie einiges Leben sich über dieses Bewusstsein hinaus entwickelt, dieses in sein Leben einbindet und sich erweitert zu einem weiteren Bewusstsein. Das ich jetzt hier wieder anzeichne als Symbol. Und ein Bewusstsein heißt auch immer, dass sozusagen neue Wege sich öffnen, neue Wege mitgegeben werden auf diesem Weg. Man darf halt nur nicht an einer dieser Wege stehen bleiben. Wie gesagt, sonst endet dieses Bewusstsein und man kommt nur bis zu diesem Bewusstsein, bis zu seinem Tode. Es gibt keine weitere Evolution, keine weitere Entwicklung des Bewusstseins. Hier stoppen wir mal an einer Bewusstseinsebene. Die dann entscheidet darüber, dass man empfinden kann als Leben, was gut und was eben schlecht oder böse ist. Was einen halt gut tut, was einen halt schlecht tut. Eben das Bewusstsein zu gut und böse, zu gut und schlecht. Eben auch an diesem Bewusstsein bleibt denn vieles am Leben stehen und entwickelt sich nicht über dieses Bewusstsein hinaus. Es bleibt stehen und die Entwicklung endet wieder irgendwann im Tod, ohne ein weiteres Bewusstsein erreicht zu haben. Es sei denn wieder, das Leben ermittelt aus diesen zwei Begebenheiten, diesen zwei Wegen, wieder den mittleren Weg und beginnt das Leben zwischen diesen vorzubestehen und erreicht wiederum ein weiteres Bewusstsein. Dieses Bewusstsein ist dann eben schon mit Intelligenz begeben. Man hat auch noch andere Bewusstseinsebene hier in diesem Verlauf gehabt. Ich verdeutliche hier nur aber eben eine kleine Kurzform der Bewusstseinsebene. Deshalb ist es auch ein bisschen sprunghaft. Ich komme jetzt hier eben auch zu den intelligenten Bewusstseinsebenen, die dann schon mehr mit dem Weiterentwickeln des Bewusstseins und des Verstandes zu tun haben. Eben die über die reinen Grundbedürfnisse und Grundbewusstsein hinausgehen. Es geht mir nicht hier um, ob man sich entscheidet, dann ein Bewusstsein der Kommunikation, ich habe jetzt hier einfach Kommi geschrieben, oder eben der Unkommunikation, Unkommi habe ich dann geschrieben, zu durchlaufen. Also, man kriegt ein Bewusstsein, in dem man sich entscheiden kann, ob man kommuniziert oder nur den Instinkten folgt. Man eben eine Intelligenz aufbaut oder eine Kommunikation
Oder eben, ob man stehen bleibt in einer Evolutionsgeschichte, ein Aufbau der Bewusstseinsebene, ohne jegliche Kommunikation. Hier entscheidet sich auch eben ganz klar, ob man von Intelligenz reden kann, ob ein Austausch zwischen den Leben stattfindet, zwischen den einzelnen entstandenen Lebensformen, zwischen den einzelnen Leben auch unter der eigenen Rasse. Dieses kann dann im mittleren Weg zwischen Kommunikation und Kommunikation weitergeführt werden zu einer nächsten Bewusstseinsebene, wenn man halt den Stillstand überwunden hat. Eben diesen Weg weitergehen. Und nicht stehen bleibt an einer Bewusstseinsebene, eben komme ich jetzt hier speziell auf den Menschen, wo sich eben ein Bewusstsein entwickelt hat zu linken Verhalten und auch rechten Verhalten. Zu einem Bewusstsein zu rechts oder auch links. Eben ein gedanklicher Bewusstsein, eben auch kann man es hinstellen, als wenn rechts materiell wäre, links unmateriell. Wir stehen an diesem Bewusstsein im Moment auf. In diesem Bewusstsein stehen wir im Moment und haben auch sozusagen einen Stillstand. Ich zeichne hierzu auch nochmal eben ein, dass in diesem Bewusstsein erst das Rechte entstand, was eben auch gegen die Mitte agierte, gegen das andere Leben, was in der Mitte steht. Das Materielle und das Rechte hat sich gegen die Mitte gestellt, gegen das eigentliche Leben. Aus diesem raus ist dann ein linker Bereich entstanden, der sich dagegen gestellt hat. Gegen eben dieses Rechte und Materielle. In dem Moment steht das Rechte gegen das Linke gegen das Rechte. Und das Rechte auch gegen die Mitte. Das Rechte versucht eben auch aus der Mitte, also das Materielle rauszuziehen, auf seine Seite zu ziehen. Und das Linke versucht sich eben dagegen zu wehren. In dem Moment haben wir einen reinen Stillstand. Ein Stillstand der Bewusstseinsebene. Wir stehen hier praktisch an einer Bewusstseinsebene, die teils, kann man sagen, sich in einem Kriegszustand befindet. In einem Kampf zwischen links und rechts, zwischen materiellen und unmateriellen. Wir werden auch eben, ohne den mittleren Weg wiederzufinden, nicht weiter in den Bewusstseinsebenen kommen. Was ich jetzt hier oben einzeichne, würde man eben dieses linke und rechte überwinden und wieder den mittleren Weg finden, als eben Menschheit, was wir im Moment sind, eben das Materielle und das Unmaterielle überwinden und eben das Materielle nutzen und nicht über uns stellen, dann würden wir wieder einen Weg zu einer weiteren Bewusstseinsebene bekommen. Diese Bewusstseinsebene wäre dann schon im menschlichen Sinne eine ultimative Bewusstseinsebene. Ich zeichne das hier rot ein. Wir müssen aus diesen Punkten, diesen Stillstandpunkten links, rechts, materiell, unmateriell, zurückkommen auf einen Weg, wo wir eben, was ich jetzt hier auch ausstrahlend zeichne, ein ultimatives Bewusstsein erreichen. Ein Bewusstsein eben, in dem wir leben. Ein Bewusstsein, in dem wir eben Materielles nutzen und nicht über uns stellen. Indem wir auch nicht das Rechte oder eben das Materielle über einen Menschen stellen oder eben über ein Leben stellen. Dann könnten wir ein ultimatives Bewusstsein erreichen,
eben ein Bewusstsein, was Vielfalt und auch eben Einzigartigkeit gleichzeitig in sich vereinigt. Wo es darum geht, eben Vielfalt und Verschiedenheit auch zu vereinen. Das schreibe ich hier jetzt auch nochmal zu. Dass man das im Einklang bringt und eben wieder einen Weg nach vorne geht. Dieses ist sicherlich das nicht das letzte Bewusstsein, was man erreichen kann. Es werden noch andere Bewusstseinsebenen folgen. Aber das wäre für die Menschheit und den momentanen Stillstand, den wir haben, der ultimative Bewusstseinssprung, dass wir wegkommen von dem Stillstand, den wir im Moment durch das Rechte und das Materielle haben. Allen Brüdern und Schwestern, die dieses verstehen und auch eben die Ruhe in sich haben, den Einklang spüren von der Unendlichkeit und eben auch verstehen, dass wir ein Teil der Unendlichkeit sind, wie die Unendlichkeit eben auch ein Teil von uns ist. Wünsche ich hiermit einen schönen Abend. Und allen anderen, die es noch nicht so verstehen oder nicht so sehen, kann ich nur sagen, um eben eine ultimative Bewusstseinsebene zu erreichen, um die nächste Bewusstseinsebene zu erreichen, die wir erreichen können, muss Frieden herrschen, es muss Ruhe herrschen, es muss Einklang herrschen. Eben, Verschiedenes muss angenommen werden, Verschiedenes muss respektiert werden, anderes muss respektiert werden. Weil wir sind Teil des Ganzen und das Ganze ist ein Teil von uns.